Ja, der heutige Stadion-Vlog hier live von der Swissporarena zum heutigen Rückspiel der Barrage Luzern gegen Schaffhausen. Heute ist auch der Florian am Start. Sorry zusammen. Ja, das Rückspiel heute von der Barrage, also für die Deutschen noch. Es ist so etwas wie bei euch die Relegation, dass es in Deutschland gibt. Ich glaube, Relegation heisst aber auch irgendwie in Italien nicht gemeint, nur in der Schweiz heisst sie Barrage, verbinden wir rum. Ja, das Rückspiel ist 2-3 in Schaffhausen. Bis fängt zuerst der Zweitligist an und nachher der Erstligist. Es ist dann überall umgekehrt, überall der Erstligist einfach in der Zweitligist daheim spielt, ja. Jetzt da innen auch Aarhauser drinnen, sind schlecht Regel drinnen. Das heißt, spielst drinnen, Aarhauser vorher gesehen, Fans auch dafür zählen. Hier sind ein paar Schaffhausen-Fans. Ja, aber das ist gerade ein Tipp. Ich kann Florian anfangen mit dem Tipp. Genau, also ich würde so ein 3-1 für Luzern tippen. Das heißt 3, also tanzen ich erstmal. Das ist spannend, 3-2 für Luzern. Wenn du was für Luzern tippst, man schaut, was rauskommt, ja, der Besser soll gewinnen. Hey! Nachspielzeit. In der ersten Halbzeit wird Ihnen präsentiert der Orange Elektra AG und beträgt mindestens 1 Minute. Deutlich gepauzt in Luzern, steht 1-0 für den FCL. Nach einem Penalty, wo durch Handspiel fertig. Ja, das war kein Fazit zu der ersten Halbzeit. Kann man Florian mal sagen? Ja, ich finde, es war sehr intens. Luzern hat einfach die Chance genommen, indem sie einfach den Penalty souverän verhandelt hat. Man muss aber sagen, Schaffhausen hat mal viel schlechter gespielt. Sie haben ziemlich viele Angriffe gehabt, bis jetzt nicht so viel Glück. Vielleicht beim Abschluss auch ein bisschen Probleme gehabt, aber ich glaube, für Schaffhausen wird sicher auch noch ein Goal drin liegen. Also es wird sicher noch spannend. Ja, Luzern hat gestartet, bis halt ins Goal gesetzt ist. Noch ein finde ich Linolo, dann ist Schaffhausen besser geworden. Den je länger Spiel eigentlich an sich auch je passiver ist Luzern worden, so gefunden. Aber auch gegen Schluss, den vor allem richtig aggressiv spielen worden. Manchmal ist da endet, ob es noch mit der roten Karte endet, kann durchaus passieren. Sehr aggressives Spiel mit der Wille, finde ich. Ich fand es halt Zeit. Ja, guck mal los. In dem Fall jetzt noch ein Match sicher nochmal mit dem Endfazit von uns. Ja, genau. in 71. Spielminute. Neu auf dem Spielfeld mit Nummer 11 Robin Fallen, Ersatzspieler mit Nummer 7 Nikola Djokic. So Leute, ich bin jetzt gerade wieder am Highweg, sind auf noch ein Stückchen High. Eigentlich wollte meine Analyse zur Zeit noch im Zug aufnehmen, im Flugzeugzimmer, aber der Zug so überfüllt war und ein paar Leute kamen stehen, aber wirklich überfüllt war. Und ich nehme es aber jetzt auf, vielleicht ist es ein bisschen ruhiger und ich will die Leute stören oder so, irgendwie, wenn ich da auch von mir hier rede. Ich habe noch im Zug noch eine richtig geile Chicken Box, so eine Thai Chicken Pad, irgendwas Box heisst die. Richtig wild war, wirklich richtig wild war. Da ist eine Bilderblende. Ja. Und ich glaube, ja, man muss schauen, ob der Handy-Akku reicht. Ich hoffe, man reicht noch mit dem Handy-Akku. Weil, ja, da ist eine Bilderblende. Ich glaube, mein Ladekabel ist irgendwie defekt. Aber fast immer schon, bis ein Akku voll ist. Also irgendwie 4-5% Akku, hoffe, man reicht noch. Ja. Ja, meine Herren, ich würde sagen, Highfahrt, wenn ich was noch gefahren bin, wirklich richtig geile Stimme. Ich kann gerade verstehen. Wenn jetzt einfach so orange, wirklich ins Eindämmern oder so. Ich habe orange, wenn es so eindämmert, sieht er richtig fett aus. Mit Eindämmung. Fast so geil gewesen wie meine Chicken Pad Box. Ja, jetzt schnell meine Meinung zum Spiel. Tatsächlich hätten Luzern noch 2 Tore geschossen. Aber auch zugegeben, Schaffhausen hat erst Halbzeit wenig Chancen, bis gar keine Chance, gar keine Schuss dran gehabt. Dann hat richtig Gas gegeben. Hätten wir noch verdient, 2-1 schiessen, bis das vielleicht 2-2 schiessen. Jedoch hat da der Müller was dagegen gehabt. Ja, von dem ja wirklich am Anfang ein ja, sagen wir die ersten 70 Minuten, sagen wir bis zu 70 Minuten, so 45 bis 70 Minuten, ist eigentlich so ein lahmarschig gespielt gewesen. Die Mannschaft versucht mit langen Bällen irgendwas zu reissen, aber es sind nur beide ein bisschen in die Hose gegangen. Ja. Endlich. Günther Lutheran 2-0. Chichi. 2 Minuten oben. Ja, ist eigentlich gleich gewesen, dass Luzern auch gewinnt. Habe ich schon gedacht, oh, da ist noch ein Bussi. Moin Moin, Katze. Das Land. Da, Moin Moin, Katze. Hey yo. Gib sie mit den Finger rein. Da ist noch was sagen. Moin, hast du das Spiel gefunden? Aha, interessant. Also, Katze gut gefunden. Bye, Katze. Katze hat es auch gut gefunden. Nomini-Spiel, 2-0 geändert. Jetzt noch in die Pause gehen in Luzern. Ja, ich würde sagen, ja, ich würde aber cool finden, man würde zwei Mannschaften auf die zweite Liga aufsteigen. Ja, das würde es auch nicht mehr durch Mischung gehen. Aber in 2 Jahren gibt es ja eh wenigstens noch 2 Mannschaften dabei. Sagen wir gerne eure Meinung in den Kommentaren. Hierzu halt dazu 12 Teams mit den Playoffs. Dann könnt ihr schreiben. So, das war's noch in dem Vlog. Auf jeden Fall, dann bis zum nächsten Mal. Tschüss!